Das höchste Armutsrisiko ist nicht Geld, nicht mangelndes Geld, sondern mangelnde Bildung. Warum ist klar? Nur wer gebildet ist, hat die Freiheit, sich aus eigener Kraft aus seinem Schlamassel zu befreien. Ja? Mit genau dieser Freiheit sieht es in Deutschland ziemlich übel aus. Ja? Allein in Berlin gibt es Bezirke, in denen 50% der Bevölkerung keine ordentliche Schulbildung hat. Ja? Und da ist das Regierungsviertel noch gar nicht mitgezählt. Ja? Berlin Mitte macht Party, lässt seine Doktorarbeiten schreiben, ja, und hält Voltaire für den Erfinder der Batterie. Super. Ja? Oder will für ein halbes Jahr als Ampere nach Frankreich. Du, in der deutschen Oper kommt jetzt AIDA. Echt? Wie kriegen die das Schiff da rein? Wenn Sie jetzt sagen, naja, gut, aber heute sieht es mit der Bildung blöd aus, aber vor 30, 40 Jahren, da war das noch ein Zacken anders. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Die erste internationale Studie, in der das Leistungsniveau der europäischen Länder miteinander verglichen wurde, die gab es schon 1964. Und in der kam heraus, dass deutsche Schüler in puncto Mathematik im internationalen Vergleich ziemlich in Nieten waren. Und dann hat die deutsche Reformpädagogik eine sehr, sehr interessante Idee gehabt. Die haben an den Folgestudien einfach nicht mehr teilgenommen. Leistungskontrolle, oh, das ist jetzt ganz schlecht, die Selina tanzt gerade ihren Namen. Ja, Mitte der 90er dann der absolute Schock, PISA-Studie. In der kam nämlich vollkommen überraschend raus, dass 30 Jahre später deutsche Schüler in puncto Mathematik noch immer ziemliche Nieten waren. Warum ist klar? Weil die Schüler von damals die Lehrer von heute sind. Ja? Gut, jetzt kam vor ein paar Monaten die PISA-Studie 2 raus, haben Sie vielleicht gelesen, hat sich erfreulicherweise ein bisschen was verbessert. Deutsche Schüler haben zur internationalen Spitzengruppe aufgeschlossen, vor allem, weil man ein paar Sachen vielleicht richtig gemacht hat. Zum Beispiel haben Bildungsexperten immer wieder gesagt, wir müssen uns am PISA-Gewinner Finnland orientieren. Und das war keine blöde Idee, denn die Finnen haben nämlich auch irgendwann mal einen cleveren Gedanken gehabt. Die haben erkannt, dass Menschen, die Bildung vermitteln, selber gebildet sein sollten. Revolutionärer Gedanke, ja? Ja, die Finnen ein verrücktes Volk, man glaubt es kaum. Und die Finnen haben doch was viel Wichtigeres erkannt. Die haben erkannt, dass die Lebensphase, in der Bildungsunterschiede am schnellsten, am effektivsten ausgeglichen werden kann, in der Frühphase liegt, zwischen 4 und 7 Jahren. Deswegen legen die Finnen auf Frühförderung extrem viel Wert. Dort lernen die Schüler mathematische Grundlagen, Spracherwerb, soziale Kompetenzen. Finnische Erzieher sind sehr gut ausgebildet, bekommen relativ viel Geld und sind in der Bevölkerung hoch angesehen. Ja, in Deutschland ist genau Gegenteil. Da ist der Erzieher ein Niedriglohnjob und der Grundschullehrer ist der Klassenfeind. Das ist das Problem. Ja. Gut, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Fernsehkonsum. Muss ich jetzt mal ganz klar sagen, dass das in Deutschland mit der Bildung so schlecht ist. Ja, wenn Sie mal überlegen, ein deutscher Schüler hat bis zu seinem 12. Lebensjahr im Fernsehen schon über 3000 Morde gesehen. Ist doch klar, dass dem Bildung suspekt ist. Ist ja bekannt, was in Krimis mit Menschen passiert ist, für den es hieß, er wusste zu viel.